Die Kunden sind unsicher, weniger kaufbereit, schieben alle Entscheidungen, alle finanziellen Entscheidungen ins nächste Jahr. Ja, die Krise steht bevor. Wir sind vielleicht sogar schon drin. Das ist ja so ein Thema, was sich irgendwie selbst schafft. Und trotzdem gibt es Möglichkeiten, wie du auch in der Krise weiterhin Aufträge gewinnen kannst. Wir wollen uns jetzt genau anschauen, wie das funktionieren kann. Ja, das erste große Problem ist, dass die Krise ganz viel psychologischer Natur ist. Bedeutet, ja, wenn die Kunden aufhören zu kaufen, weil sie sagen, ich bin mir unsicher, es könnte schlimm werden, sie hören auf zu kaufen, wird es tatsächlich schlimmer, weil Unternehmen weniger Umsatz machen, da die Kunden weniger kaufen, vielleicht Leute entlassen müssen, die dann noch weniger kaufen können, weil sie kein Geld mehr verdienen. Und das ist so ein Teufelskreis, der entsteht. Wir als Unternehmer haben jetzt die Pflicht dafür zu sorgen, dass wir trotzdem weiterhin Umsätze machen, und es wird auch immer für einzelne pfiffige Unternehmer genug Umsatz geben. Und da viele Unternehmer sich eben nicht mit diesen Themen beschäftigen, nicht wie du jetzt solche Videos sich anschauen, werden halt immer einige auch in der Krise, ich sage jetzt mal, wirklich leiden, einige Unternehmen, vielleicht sogar pleite gehen. Nichtsdestotrotz, wenn man etwas kreativ ist und man etwas mehr macht als die anderen machen, dann kommt man halt nach wie vor weiter. Und ich will dir jetzt mal so drei große Hebel mitgeben, mit denen du, wenn du diese Hebel wirklich einhältst, die Krise gut überstehen wirst, sogar nicht nur gut überstehen wirst, sondern du wirst gute Aufträge schreiben und wirst wahrscheinlich sogar Marktanteile von deinen Konkurrenten gewinnen dadurch, ne, weil die anderen halt entsprechend noch weniger Umsatz schreiben. Wir fangen mal mit Hebel Nummer 1 an, und das wird halt von den meisten Leuten tatsächlich sehr, sehr stark unterschätzt. Aber es geht dabei einfach darum, mal wirklich kontinuierlich Vertrieb zu machen. Genau, das ist jetzt erstmal sehr, sehr simpel gesagt, ne? Was heißt das eigentlich, Vertrieb machen? Da gehören verschiedene Bestandteile dazu. Da gehört natürlich dazu, dass wenn ich einem Kunden ein Angebot erstelle, ich auch nochmal nachfrage, wie er das Angebot empfand. Und selbst wenn er mir schreibt, er findet das Angebot nicht gut, er möchte es nicht machen, ich nochmal den Kunden anrufe und frage, warum denn nicht? Weil oftmals kommt dann irgendeine Sache raus. Das erleben wir ganz, ganz oft bei Kunden und bei Partnern von uns, dass die Leute das Angebot bekommen per Mail, ne? Dann irgendwas in dem Angebot finden, was sie nicht verstehen, was ihnen vielleicht nicht gefällt. Und anstatt mit unserem Partner darüber zu reden, ob man das ändern kann, was anpassen kann, zu fragen, was es bedeutet, melden sie sich einfach nie wieder. Der Partner denkt dann, ja, die würden sich ja melden, wenn die kaufen wollten. Ja, und lässt es auch nachzufassen. Dann müssen wir erstmal ins Spiel kommen und sagen, guck mal, fass doch mal nach, mach das mal so und so. Hier hast du mal ein Skript, mit dem kannst du das ganz gut machen, da kriegst du die Einwände gelöst. Machen wir alles für die Partner, ist ja alles kein Thema, nur man muss am Ende halt auch den Anruf tätigen. Und wenn du einfach mal anfangen würdest, kontinuierlich bei deinen Leuten nachzufassen, verspreche ich dir, wenn du das nicht schon längst machst, ne, aber ich sag mal, die wenigsten machen das tatsächlich kontinuierlich, wirst du automatisch mehr Umsatz haben mit den gleichen Leuten. Und das mit minimalen Zeitaufwand mehr, weil Nachfassen kostet mal 5 bis 10 Minuten für einen Kunden. Das geht sehr, sehr schnell. Neues Angebot erstellen kostet mal schnell 3-4 Stunden, ne, mit Beratung, mit allem drum und dran. Bedeutet, das ist auch ein sehr effizienter Weg, den man auch, wenn die Zeiten besser werden, wieder beibehalten sollte. Aber ich kenne hier ganz oft höre ich hier, ja, ich renne doch meinen Kunden nicht nach. Gut. Wenn du deinen Kunden nicht nachrennen möchtest, dann musst du halt mit den Konsequenzen am Ende einfach leben. Und Vertrieb bedeutet nun mal auch einfach, dass man sich mal die Hände schmutzig machen muss. Bedeutet auch einfach, dass man mal hinterher sein muss. Wer dazu nicht bereit ist, der wird die Zeit mit Ach und Krach überstehen, wenn überhaupt. Sag ich ganz ehrlich. Ne? Weil die Leute, die dazu bereit sind, die werden sich die paar Leute, die noch kaufbereit sind, einfach holen. Und simpel, für die anderen bleibt nichts übrig. Ne? Also, das erste Thema, nachfassen, ganz wichtig. Das zweite Thema ist auch klar, schneller Kontakt. Ist auch so ein Riesending. Es ist so, dass gerade in der Krise die, ja, ich sag mal, die Sicherheit der Leute sehr, sehr schnell von einem Tag auf den anderen sich mal ändern kann, sie sehr schnell unsicher werden können, sie auch wieder vielleicht sicherer werden können, dass viele einfache mediale Ereignisse dafür sorgen, dass die Leute plötzlich gut drauf sind oder plötzlich schlecht drauf sind. Und wenn du jetzt aber merkst, okay, da hat sich ein Kunde bei dir gemeldet, da will jemand bei dir was kaufen, dann melde dich sofort bei ihm. Geh sofort daran. Ne? Wenn du das nicht machen solltest, wenn du sagst, okay, du lässt dir noch Zeit, du, keine Ahnung, du wartest erstmal ein paar Tage, vielleicht, na, du schickst dir erstmal nur eine Mail raus und sagst, hier, schick mir doch mal Unterlagen, dann rufst du mal in einer Woche nochmal an. Dann passiert ja nicht mehr viel. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der entweder schon woanders untergekommen ist oder dass sich die Situation so geändert hat, dass er gar nichts mehr machen möchte, viel geringer. Wenn er aber schon bei dir im Verkaufszyklus drin ist, ist die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn dann was passiert, dass er dann komplett abspringt, wieder geringer. Bedeutet, du hast ihn dann schon weiter hochgehievt, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass er komplett runterfällt, ist einfach geringer, als sie davor ist. Ne? Ist auch relativ klar. Und hier auch das nächste Thema. Für alle die, die jetzt aktuell ausgelastet sind, passt die Preise an. Warum? Ganz simpel, ein Unternehmer auch, aber ein Handwerker vor allem, der komplett ausgelastet ist, der keine Kunden mehr annehmen kann, und die Situation hatten in der Vergangenheit sehr viele und haben jetzt sogar noch einige Unternehmen, das wird in Zukunft anders sein, kann ich jetzt schon versprechen, das wird anders sein,
Es wird Gewerke geben, die werden weiterhin ausgelastet sein, aber da wird es dann um andere Margen gehen. Und solange du die Möglichkeit hast, wenn du aktuell noch nicht in der Situation bist, wenn du aktuell noch ausgelastet bist, dann passt deine Preise an. Dann nimm die Preise halt höher. Angebot und Nachfrage regelt den Markt. Das war schon immer so. Es war noch nie so, dass die Preise absolut fair sind. Also eine Angebot und Nachfrage schon, aber jetzt nie fair zu dem, was sie wirklich dahinter für einen Aufwand hat. Es gibt genug Leute, die haben sich überwert verkauft. Es gibt nur Leute, die haben sich unterwert verkauft. Kann man beides sehen, wie man möchte. Im Endeffekt ist der Markt irgendwo gerecht. Zumindest nach Angebot und Nachfrage ist er gerecht. Und wenn du deine Preise weiterhin anpasst, so dass deine Auslastung vielleicht bei 95-98% liegt, was ideal ist, weil es kann immer mal eine Person krank werden, dass dann trotzdem alles geschafft wird und deine Monteure durch den Wolf drehst. Ne? Wenn du das einfach berücksichtigst und dafür sorgst, dass deine Preise halt immer auf dem Punkt sind, wo sie auch sein können. Das heißt nicht, dass wenn der Bedarf mega runtergeht, du die Preise mega senken sollst. Das ist, denke ich, klar. Aber es bedeutet, solange du ausgelastet bist, kannst du die Preise erhöhen. Und das solltest du machen, um dir einfach Puffer, Sicherheit zurückzulegen, Geld zurückzulegen, um in Zukunft, wenn es mal schlechter läuft, auch dann im Endeffekt ein bisschen Futter zu haben. Ich merke schon, das Video wird tatsächlich länger, als wir geplant hatten. Wir werden es so machen, wir werden das Ganze in drei Teile teilen, vielleicht noch zwei, die anderen beiden Punkte werden ein bisschen kürzer sein. Auf jeden Fall wird es noch einen zweiten Teil davon geben. Von daher, lass auf jeden Fall noch oben da, damit du das Ganze auch so ein bisschen selbst mit vorantreiben kannst. Gib uns auf jeden Fall ein Abo, ne, damit du das nächste Video nicht verpasst. Im nächsten Video schauen wir uns die anderen beiden großen Punkte an, mit denen du in der Krise wirklich die sicher aufstellen kannst.